Meine Lieben, ich bin's. Ja, ich will für euch ein Aufgebraucht-Video machen und das mache ich heute Abend, wenn ich wieder da bin. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher nach der Arbeit genau hier an dieser Stelle wieder. Also, bis später. Tschüssi. Hallo, meine Lieben, ich bin wieder da. Ich habe mich ja angekündigt und ja. Jetzt kommt wie von mir für euch versprochen mein Aufgebraucht-Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Da sind die ganzen Produkte. Ja, das Wasser natürlich nicht. Das auch nicht. Aber das sind die Produkte, die ich aufgebraucht habe. Habe ich dann noch mehr drin in der Tüte? Nein, habe ich nicht. Da ist noch ein Produkt bei, wobei ich gerade dran bin, es aufzubrauchen. Und zwar ist das die Reval Deluxe Eyeshadow Base. Sie ist schon sehr abgekrabbelt, wie ihr sehen könnt. Ja, das finde ich an der Cam so geil, dass es so funktioniert, wie ich möchte. Und ja, das ist halt die beste Eyeshadow Base überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich die aufkriege. Nee, kriege ich nicht auf, aber ist auf jeden Fall schon sehr, sehr abgekrabbelt. Und ja, ist halt der Schriftzug Reval Deluxe fast ganz abgeschrabbt, wie man das sieht. Finde ich aber trotzdem ein richtig tolles Produkt. Und jeder, der auf der Suche ist nach einer guten Eyeshadow Base, dem kann ich die ans Herz legen. Also sie ist fast leer, deshalb kommt sie in diesem Aufgebraucht-Video vor. Dann wollen sie mir schon abhauen, meine Baby Young Care Soft Lotion Pads. Ja, ihr könnt es mal lesen. Meine Cam fokussiert das. Das ist so geil. Und, ja, wo steht denn das? Da 30 Pads waren da drin. Und ich muss sagen, ich war mit den Produkten richtig gut zufrieden. Also mit diesen Lotion Pads. Und ja, also wenn ihr so wie ich ein BB-Fanatiker in dem Sinne seid, dass ihr euch ab und zu Sachen vom BB kauft, könnt ihr euch diese ja mal anschauen. Sie sind wirklich gut, sie sind auch wunderbar geeignet, um zum Beispiel Gel-Eyeliner zu entfernen. Mein Puma in a Magical Parfüm ist schon leer. Habe ich letztes Jahr gekauft, da war es eine Sommeredition gewesen, gibt es nicht mehr im Verkauf. Riecht sehr fraulich, also sehr für Frauen gemacht. Ja, falls ihr euch über den Hintergrund wundert, ihr seid in meinem Zimmer. Mein Herbal Essences Volume Wunder mit weißer Nektarine und Rosalia-Extrakten. Ja, war ich am Anfang sehr begeistert von, aber jetzt zum Ende hin überhaupt gar nicht mehr. Das ist ja das da, wo ihr den hier macht, wo das so nach hinten aufgeht und. Ja, also für mich hat das Produkt sich eigentlich gar nicht gelohnt. Ich wollte es ausprobieren, aber es war für mich ein absoluter Reinfall, weil meine Kopfhaut angefangen hat zu jucken und nee, darauf bin ich nicht so scharf. Dann von Laura Culiutti Young das Deo Spray Sweet Kokos. Ich habe es sehr gemocht, weil das so ein süßer Kokosduft war. Also nicht so ein normaler, sondern so ein leicht abgeschwächter. Und der ist richtig toll gewesen, der Duft. Hat nur nicht, wie es hier drauf steht, 48 Stunden gehalten. Das ist totaler Blödsinn. Also, nee. Und dann noch aufgebraucht mein 3-in-1 Shake and Clean Augen-Make-up-Entferner von Baby Young Care. Der ist auch so genial. Und ich kann ihm jeden, der auf der Suche ist nach einem guten Augen-Make-up-Entferner, ans Herz legen. Er ist auch für Kontaktlinsenträger gemacht. Von daher, ja, ausprobieren geht über studieren, wa? Ja, und dann wollte ich euch noch so zeigen, was ich gekriegt habe. Meine Mama war nämlich in Quedlinburg, heißt das, war sie gewesen. Und da hat sie mir, ich nehme das mal aus dem Karton raus, das Parfüm von Hello Kitty geschenkt. Ja, das riecht richtig toll. Ich habe das mal bei Claire's gesehen und wollte es haben, aber da stand dann nur der Tester. Auf jeden Fall ist das richtig toll. Die Kitty kann man auch abmachen. Und das war die Verpackung davon.
Und ja, ich weiß nicht, wie teuer es war, aber dann gehe ich mal mit euch nach oben. Da oben hängt meine Hexe. Die habe ich nämlich auch bekommen von meiner Mama. Ich weiß nicht, seht ihr die? Da, jetzt seht ihr die Hexe. Sie hängt oben bei mir an der Lampe. Ja. Meine Lieben, da bin ich wieder, ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir unter das Video schreiben, wie ihr es fandet mit der neuen Cam. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Tschüdelü!